Ein Applaus für Micha. Herzlich willkommen in Schwerin bei Jugendtakt MV. Und nochmal, weil es so schön war. Wir haben auch lange darauf gewartet. Jugend H. Okay. Ja. So, das ist Andreas vom Landesjugendring. Und das ist Micha vom Hacklabor. Micha, was ist ein Hacklabor? Das Hacklabor ist der Hackspace hier im TGZ. Was ist ein TGZ? Das Technologiezentrum. Okay. Genau. Was ist ein Hackspace? Das ist fast eine gute Frage. In einem Hackspace treffen sich technikbegeisterte Menschen und arbeiten alleine oder im besten Fall zusammen an Software- und Hardware-Projekten, tauschen sich über Technologien aus, über aktuelle Nachrichten. Genau. Und bringen sich gegenseitig bei, wie es geht. Genau. Und das haben wir das ganze Wochenende gemacht. In perfekter Umgebung, in perfekter technischer Umgebung, mit allem, was wir können. Jugendhackt bringt, löst eigentlich welches Problem, Micha? Ja, Jugendhackt möchte mit Code die Welt verbessern und möchte Jugendliche daran führen, mit Hilfe von Mentoren eben ihr Wissen zu erweitern, sich zu vernetzen. Wir haben 30 Teilnehmer aus ganz NV hier, die sich das ganze Wochenende kennengelernt haben, miteinander gearbeitet haben und sich eben auch mit den Mentoren ausgetauscht haben. 31. Ja, entschuldige. Wir haben 16 Mentoren, Mentorinnen, die die Jugendlichen dabei unterstützt haben, denn es passiert noch mehr. Die Jugendlichen können hier ihre eigenen Ideen anprogrammieren, vorstellen. Wir werden sie heute sehen. Aber sie lernt auch Leute kennen, die sie unterstützen können. Leute kennen, die sie unterstützen können. Ja. Habe ich recht? Ich war gerade mit den Gedanken woanders. Aber ach so. Mach mal. Okay, wir wollten Jugendhackt generell erklären. Ne? Genau. Jugendhackt haben wir uns nicht selbst ausgedacht, sondern Jugendhackt kommt von der Open Knowledge Foundation und von den medialen Faden. Das sind ein Verein und eine Stiftung aus Berlin. Morgen kannst du bitte die nächste Folie machen? Ja, genau. Hier sieht man, wie Jugendhackt gestartet ist und wo es dieses Jahr stattfindet. Und zwar 2013 hat Jugendhackt das erste Mal in Berlin stattgefunden mit 60 Teilnehmern. Und weil das total super funktioniert hat, waren das im Jahr darauf schon 120 Teilnehmer in Berlin. Und 2015 ist die Teilnehmerzahl explosionsartig angestiegen. Das liegt daran, weil ab 2015 die Regionalevents dazugekommen sind. Also das fand dann eben auch in anderen Städten statt. Und 2018 gibt es eben 9 Events in ganz Deutschland verteilt. Und eins ist heute hier, in Schwerin. Zu Jugendhackt kann man noch sagen, man sieht das da unten, eigentlich ist jedes Jahr ein Preis dazugekommen. 2015 war es der Dieter-Barkle-Preis. Das ist ein Medienpädagogikpreis, genau, weil es eben nicht nur darum geht, die Technik beizubringen, sondern weil der pädagogische Aspekt halt auch eine wichtige Rolle spielt. 2016 gab es den Deutschen Engagementpreis. Das hängt damit zusammen, weil das Event ohne Ehrenamtliche gar nicht möglich ist. Und in diesem Fall sind es halt die ganzen Mentoren, die eben in ihrer Freizeit. Und
Es wird noch viel mehr Preise geben. Das ist total großartig. Nichts geht ohne die Mentoren, aber auch nichts geht ohne die Idee. Paula, Daniel, vielleicht zeigt ihr euch mal. Ohne die beiden vom Team Jugendhakt wären wir nicht weit gekommen. Also eins wollte ich noch sagen, was man gar nicht so mitkriegt, es gibt auch Jugendhakt in Asien. Also dieses Jahr gibt es keinen Jugendhakt in Asien, aber nächstes Jahr habe ich mir sagen lassen, dass es gut sein kann, dass es in Hongkong oder Tokio stattfindet. Und in den letzten Jahren gab es das eben auch schon auch in Asien. Also es ist eine Idee, die auch in die ganze Welt getragen wird. Okay. Wen braucht man noch, damit Jugendhakt hier stattfinden kann? Ich wollte die Frage selbst beantworten. Okay. Wir brauchen Geld. Wir brauchen ein Team Politik. Philipp D'Acunha ist hier heute. Hallo, zeig dich mal. Ein Landtagsabgeordneter, der uns geholfen hat von der SPD. Und wir brauchen natürlich Unterstützung auch räumlich. Wo sind wir heute hier? Hallo Andreas, schön, dass ich da sein darf. Der andere Andreas. Ja, wir kennen uns schon. Jedenfalls ein paar von den Jungs und Mädchen habe ich gestern durchs Rechenzentrum bei uns führen dürfen, aber das ist ja nur ein kleiner Teil. Wir sind hier auf dem Gelände des TGZ, wurde schon erklärt, Technologie- und Gewerbezentrum. Und auf so einem Zentrum oder in so einem Zentrum sollen sich Technologiefirmen niederlassen. Machen sie ja auch. Haben wir eine ganze Menge davon. Da gehört auch noch Wismar mit dazu. Und was wir noch haben und was wir gerne haben wollen, sind so Startups und Existenzgründer. Die sollen uns also auch quasi sozusagen auf dem Gelände hier sich wohlfühlen. Denen helfen wir dann quasi ihre Ideen zu verwirklichen, so wie ihr oder so wie euch. Und dafür haben wir die besten Rahmenbedingungen hier, insbesondere zum Beispiel auch so coole Firmen wie das, so coole Einrichtungen wie das Hecklabor, gehört auch in so ein Technologiezentrum, oder Unterstützer wie Hallo Steffen mit deiner Firma, die Räumlichkeiten mit zur Verfügung gestellt hat, herzlichen Dank, die auch vor 20 Jahren hier eingezogen sind und groß geworden sind und dann teilweise unterschiedliche Art und Weise unterstützen. Ich habe dann zum Beispiel auch irgendwann mal angefangen, als Ehrenamtler diesen Verein hier zu führen, das Technologiezentrum. Ne? Also herzlichen Dank, dass ihr hier wart, ihr passt super hier rein und ich würde mich freuen, wenn wir euch irgendwann mal hier wiedersehen. Herzlichen Dank, Andreas, für die Zusammenarbeit und für diese einführenden Worte. Dankeschön. Wir machen weiter, denke ich mal. Weiter in der Zusammenarbeit. Das Team Hacklabor stellt auch Mentorinnen und Mentoren. Sollten wir nicht alle Mentorinnen mal einmal vorstellen, namentlich? Die Mentoren stellen wir auch vor. Mo, machst du bitte einmal die nächste Folie an? Super. Bevor wir die Mentoren vorstellen, sagen wir nochmal, wer das alles ermöglicht hat. Und zwar gibt es die Programmpartner, das sind die, die hier für die Durchführung zuständig waren. Das ist einmal der Landesjugendring, der wird von Andreas vertreten. Dann war der Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit von Mecklenburg-Vorpommern mit dem Team. Und dann war da eben auch das Hacklabor mit dabei. Genau. Andreas, das Land. Welches Land, welche Rolle hat das Land dabei gespielt? Das lassen wir jetzt. Hat gefördert. Okay. Das Land hat das auch mit ermöglicht, dass wir dieses Event hier in Schwerin durchführen können. Genau. Dann bedanken wir uns noch bei den Sponsoren, die uns mit Räumen, Geld und Technik ausgestattet haben. Das sind dann ganz konkret Trebing und Himstedt, die Firma Mandarin Medien, Come-In, Unicard Media, Leukart und die Firma Kodia. Und die Firma Arti West-Mecklenburg. Die Firma Arti West-Mecklenburg. Okay. Vielen Dank. Jetzt aber zu den Leuten, die inhaltlich das Know-how mitgebracht haben und den Enthusiasmus, mit jungen Leuten zu arbeiten, die sich für ihre Themen, waren das auch mit eure Themen, wir werden es erfahren, interessieren. Bedanken uns bei Antje, Andreas, Bastian, Ben, Christian, Christoph, Claudia, Daniel, Felix, Friedhelm, Hanno, Jan, Jakob, Jasle, Johannes, Lukas, Manfred, Matthias, Medi, Michael, ja. Mo, Murdoch, Nadine, Paula, Paule, Reinhold,
Robert. Ronald. Sebastian. Simeon. Stefan. Und Thomas. Steht einmal auf. Und da steht der halbe Saal. Das können wir schon mal versprechen. Großartige Leute, die zu großartigen Ergebnissen beigetragen haben durch ihre Unterstützung. Vielen Dank. So, und jetzt freut es uns, dass wir sehen können, was am Wochenende entstanden ist. Und zwar präsentiert jedes Projektteam jetzt sein Projekt. Und zwar machen wir das folgendermaßen, dass die Teilnehmer von dieser Seite hier auf die Bühne kommen, Zeit haben, hier aufzubauen, ihr Projekt präsentieren. Dann kommen die Teilnehmer auf diese Seite. Da stellen wir noch 1, 2, 3 Fragen, so dass das nächste Team dann Zeit hat, hier schon aufzubauen. Und wer dort fertig ist mit Fragen stellen, der geht dann da hinten wieder raus und nimmt dann hier Platz.